Hallo liebe Genießer, liebe Whisky-Freunde, heute kommen speziell die Liebhaber der rauchigen Whiskys in den Genuss, einen neuen Whisky kennenzulernen aus der Destillerie Noctu, die ihre Whiskys, um Verwechslungen zu vermeiden mit der Destillerie Nogandu, seit 1988 unter dem Namen Anok vermarktet, und damit man das auch sprechen kann, steht das auch immer auf der Flasche schön drauf, pronounced Anok. Ja, Noctu oder Anok, dann wieder gälisch, bedeutet schwarzer Hügel. Und als ich diese Distillerie besucht habe, habe ich natürlich gar nicht geschaut, warum das überhaupt Schwarzer Hügel heißt. Man sagt es aufgrund der Heide. Na, da wird er manchmal schwarz erscheinen. Aber wie gesagt, ich kann es nicht so nachempfinden, weil ich nicht darauf geachtet habe. Die Distillerie ist 1893 erbaut worden. Oder 1894 erbaut worden. Und bis 1960, sagt man, wurde dort der Transport zur Bahn immer noch mit der Pferdekutsche durchgeführt. Das heißt, die Whiskys wurden mit der Pferdekutsche transportiert. Tja, war natürlich irgendwann auch mal geschlossen und seit 1988 gehört es zu Inver House Distillers, haben nur zwei Brennblasen, also keine große Destillerie, aber eine wunderschöne, und mittlerweile machen die sehr gute Whiskys. Achso, Raskan oder Raskan, das war so eine Serie der rauchigen Whiskys, die sie schon gemacht haben, mit den verschiedenen Gerätschaften für die Whiskyherstellung. Aber diese Distillerie macht auch unpeated, also nicht rauchige Whiskys. Hier haben wir den 2000er, letztes Jahr habe ich den 2001er probiert, ein wunderschönes Schokoladenaroma, herrlich. Ne? Und hier gibt es noch den Cutter, der ist sehr beliebt. Und das Schöne ist, bei denen steht eben immer die PPN-Anzahl mit drauf vom Torf. Denn man kann diesen Anzahl, diese Maßeinheit messen nach der Trocknung des Malzes. Hier der Raskan hatte 11,1 ppm, der Cutter hatte 20,5, und jetzt kommt der stärkste Torfige aus dieser Distillerie oder der stärkste Rauchige mit 40 ppm. Ja, leichte Rauchigen sind immer so 20 bis 40 ppm, und jetzt sind wir also bei den stärkeren Rauchigen angelangt, und hier sehen Sie, liebe Freunde, wie schön die Flasche gemacht ist, so mattes Schwarz. Man kann also nichts sehen. Bei den anderen Flaschen ist es so, dass sie immer im Grün gehalten waren. Ähnlich wie man es vielleicht von Lafroy kennt. Aber diese neue jetzt wunderbar. Also das ist schon ein Hingucker mit einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Vogel sein soll, aber es ist halt schön gemacht. Ne? Ganz klar. Diese Distillerie befindet sich in den Highlands. Es gibt manchmal Seiten, ähnlich wie bei Glendronach, weil das in der Nähe von Glendronach ist. Manche stecken sie schon in die Speyside. Es ist halt am Rande, am östlichen Rand der Speyside gelegen, nördlich von Glendronach, östlich von Keith. In Keith findet ihr Strathyla, und aber östlich davon ist die Distillerie gelegen. Wie gesagt, knapp am Rande. Man könnte vielleicht meinen, es wäre Speyside, aber ist Highland. Ja, der Name heißt hier Petard von diesem neuen. Und was mir sehr sympathisch ist an dieser Distillerie, und ihr seht das hier vielleicht im Glas, na gut, ich habe natürlich ein dunkles T-Shirt an, diese Distillerie färbt nicht und kühlfiltert nicht. Wir haben kein Alter darauf stehen, aber vielleicht habe ich mal irgendwie
Also wirklich ganz hell. Es ist kein alter, gereifter Whisky, sondern ein relativ junger. Das ist bei allen Peated Whiskys dieser Destillerie bisher so gewesen. Ist wirklich absolut hell, aber es ist halt ein fairer Umgang mit dem Verbraucher, indem man einfach nicht färbt und nicht kühl filtert. Und ich glaube, die Genießer wissen das zu schätzen. Ich trinke heute aus einem Tarona-Glas, einfach deswegen, weil ich auf die Tarona-Messe, also die Whisky-Messe in Erfurt, hinweisen möchte. Die findet diesmal im Februar schon statt, sonst war sie immer erst im März. Und in neuen Räumlichkeiten, Sie sehen hier im Kaisersaal. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere den Weg am 16. bis 18. Februar nach Erfurt findet. Ich bin auch wieder dabei, schenke natürlich Anock aus, neben anderen verschiedenen anderen Marken. Schaut vorbei, würde mich freuen. Aber jetzt kommen wir natürlich zum Peat Hard, den neuen Whisky aus dieser Distillerie, über den ich nicht vom Importeur aufmerksam wurde, sondern durch die Instagram-Geschichten dieser Distillerie. Also wirklich vom Marketing gut gemacht. Wollen wir mal sehen, wie das Ergebnis ist. Wunderschöner Rauch. Ich finde ihn nicht phenolisch, ich finde ihn schön frisch. Hab natürlich leider Gottes heute das Problem, wir sind ja hier in der Vorweihnachtszeit, dass ich eine Kerze anhatte und weiß ich was, das kann schon sein, dass meine Nase etwas sich an den Rauch gewöhnt hat und deswegen gar nicht so stark wahrnimmt. Ist aber nicht so schlimm, da kommen wir ja schneller zu den Fruchtaromen. Ich kann eben nur nicht sagen, ob es so stark rauchig ist. Ich hatte vorhin mal meine Frau gebeten, mal kurz was zu sagen. Sie hat nur die Nase drüber und sagt, oh, um Gottes Willen ganz rauchig. Also scheint er sehr rauchig zu sein. Wie gesagt, ich nehme es im Moment nicht mehr so wahr. Es tut mir echt leid, aber durch die Kerzen und weiß ich was alles, andere Gerüche, bin ich da ein bisschen gehandicapt oder eben schon dran gewöhnt an den Rauch. Wunderschöne Früchte. Was ich immer bei Anok habe, Äpfel oder Birnen, so grüne Äpfel, also frisches Obst. Unreifes, kann man vielleicht auch sagen. Es ist irgendwie noch was Kräutermäßiges drin. Aber fragt mich nicht, was das für Kräuter sein sollen. Also irgendwelche Kräuter habe ich hier noch in der Nase, die ich im Moment nicht spezifizieren kann. Wir haben hier einen Whisky mit 46%. Das macht es auch immer noch schön sympathisch. Weil der eine oder andere möchte vielleicht mal noch einen Tropfen Wasser reinmachen. Ich finde 46%, ähnlich wie bei Benriach, ist eine wunderbare Trinkstärke. Und wer es verdünnen will, kann es natürlich verdünnen, klar. Aber ihr wisst ja von der Herstellung ganz klar, Träger des Geschmacks ist der Alkohol und nicht das Wasser. Also dann Slange. Da ist Rauch da. Wenn ich es auch in der Nase vorhin nicht so gemerkt habe, aber wirklich starker Rauch. Wunderschön, wunderschön. Also wer auf Rauch steht, ganz klar. Aber auch wieder irgendwie apfelmäßig was. Apfel. Und eine gewisse Süße, aber auch
Vanille ist es nicht. Das ist wie gesagt Apfel und Birne immer bei den. Komme ich nicht weg von. Bei Anok immer Apfel und Birne. Also bei den rauchigen, bei den anderen nicht. Und jetzt habe ich vorhin was gemacht. Zartbitterschokolade. Angeblich zum Neutralisieren des Geschmacks. Ja. Ich merke jetzt die Zartbitterschokolade, aber ich weiß ehrlich nicht, ob ich diese Geschichten immer glauben kann, dass man damit wirklich seinen Geschmack neutralisiert. Weil ich habe jetzt die Zartbitter im. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Schöner Rauch. Und die Zartbitter kann ich mir nicht vorstellen, weil die immer Bourbonfässer verwenden. Also da. Und der Whisky, wie gesagt, jünger ist, falls er 10 oder 12 Jahre hätte, würden das mittlerweile draufschreiben. Ich weiß nicht, seit wann sie rauchigen Whisky produzieren. Aber das ist. Lass das sein mit der Schokolade, stimmt nicht. Ich esse zwar gerne die Schokolade, ganz klar, aber zum Neutralisieren ist doch nicht so gut. Ja, da gibt es so viele Mythen. Man weiß auch nicht so richtig, wie man es zwischendrin wirklich neutralisieren soll. Am besten wirklich mit Wasser. Auch jetzt habe ich eine schöne Süße in der Nase, nachdem man zweimal probiert hat. Oh, herrlich. Aber eben diese von frischen oder von Birnen eher, diese Süße oder von Äpfel, diese gelben Äpfel. Oder so Granny Smith. Ja, frisch und süß. Also wirklich wunderbar. Im Geschmack, wie gesagt, der Rauch. Wirklich wunderbar präsent. In der Nase spüre ich ihn nicht so und merke es natürlich ziemlich lange jetzt. Wunderbar. Also, sehr gut geworden. Die Flasche kostet so circa 55 Euro. 60 Euro wahrscheinlich. Wie gesagt, wir haben jetzt Ende Dezember 2017. Keine Ahnung, wie sich das weiterentwickelt bei dieser Distillerie. Ich habe sie besucht im letzten Jahr, besser gesagt nur mal kurz dort angehalten. Wir hatten keinen Mitarbeiter gefunden und ein Besucherzentrum gibt es auch nicht. Ich weiß, online hätte man sich anmelden können, habe ich versäumt. Aber wirklich schöne Bilderbuch-Distillerie. Besuch sicherlich wert. Werde ich noch nachholen. Ich hoffe, ich habe im nächsten Jahr Gelegenheit dafür. Also, gefällt mir echt gut. Also, wie, ihr wisst ja, ich mache nicht mehr neu auf und bilde mir gleich ein Urteil. Aber als ich den, ich glaube, vor 3-4 Tagen geöffnet habe, habe ich gleich mal 3 oder 4 Units mir genehmigt und wer sich damit auskennt, ihr wisst, hinten stehen auch immer so Hinweise. Also ich darf das auch offiziell. Es ist immer lustig, ne? Aber man braucht ja eine Begründung dafür. Also wirklich sehr gut gewesen, also dass er mich fasziniert hat von Anfang an. Mir gefallen die wirklich, diese jungen, frischen, rauchigen. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Wer nicht gleich die ganze Flasche probieren möchte, kann natürlich gerne ein Sample haben. Am besten ist aber, ihr kommt mal auf irgendeine Whisky-Messe. Am liebsten natürlich Mitte Februar nach Erfurt in den Kaisersaal. Und bis dahin wünsche ich euch eine genussvolle Zeit. Bis bald, euer André.